Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Letztes Wochenende fand ja was ganz Besonderes statt. Da spielte Vincent Keimer im Rahmen der Chess.com Rapid Chess Championship gegen Wladimir Kramnik. Später mehr dazu, um was da passiert ist, und ein Kommentar von mir. Die Chess.com Rapid Chess Championship findet statt vom 12. Februar bis zum 21. August. Ist ein schöner Preisfonds, $650.000, gesponsert von Coinbase. Das Format, Samstag, Schweizer Turnier, da sind nur Großmeister erlaubt. Am Anfang war es, glaube ich, so, dass es ein Einladungsturnier war. Inzwischen dürfen alle Großmeister mitmachen. Es wird gespielt mit der gewöhnungsbedürftigen Zeit von 10 plus 0. 10 plus 0, kein Increment. Wir wissen alle, die Online-Schach spielen, worauf das hinausläuft. Entweder man setzt matt oder man gewinnt oder verliert auf Zeit. Aber was anderes gibt es eigentlich nicht, weil so gut wie niemand gibt eine Partie auf, wenn mit Increment gespielt wird. 9 Runden Schweizer System. Sonntag dagegen, die besten 8 qualifizieren sich dann für den Knockout am Sonntag. Und da wird allerdings mit Increment gespielt, 10 plus 2 erstmal. Bis jetzt fanden 19 Turniere statt. Oder 18? 19 müssen es gewesen sein. Ihr seht es hier. Nakamura bisher am erfolgreichsten gespielt. Nach 18 Wochen hier, steht hier. Hat schon 88 Grand Prix-Punkte gesammelt. Hat aber auch schon 15 Mal teilgenommen und es immer in den Knockout geschafft. Das ist unfassbar stark in diesen Partien mit verkürzter Bedenkzeit. Bekannte Namen, ne? Dimitri Andrejkin, Caruana, Aronian, Kshong, Dubov, Fedoseev, Grischuk. Weiter unten sehen wir noch Jan Nepomniachtchi, hat allerdings erst 7 Mal teilgenommen. Wesley So, also richtig starkes Feld. Es läuft am Ende darauf hinaus, dass die besten 12 Spieler sich qualifizieren für das K.O.-Turnier im August plus 4 eingeladene Spieler. Wird also nochmal ein richtiges, schönes Finale am Ende der Saison. So, wie gesagt, hin und wieder nehmen auch deutsche Spieler teil und Vincent Keimer war dabei am 2.3. Juli und beim Schweizer System hat er beim Samstag beim Schweizer Systemturnier hat er mitgemacht. Und wir schauen uns mal an, was in der letzten Runde passiert ist gegen Wladimir Kramnik. Wladimir Kramnik, eine Schachlegende, Schachweltmeister zwischen 2000 und 2008, hat ja den anderen legendären Großmeister Garry Kasparov geschlagen im Jahr 2000, wurde Weltmeister und hielt den Titel bis 2008, ne? Oder 2007. 2008 verlor er den Titel dann gegen Anand in Bonn, Vichy Anand, der wiederum den Titel dann gegen Magnus Carlsen verlor, 2013. Inzwischen zurückgetreten, Wladimir Kramnik, vor einigen Jahren vom Spitzenschach. Ein bisschen früh, wie ich finde, der hat immer noch absolute Weltklasse eigentlich, hat aber seine Karriere beendet. So, hin und wieder spielt er mal mit. So aus dem Nichts spielte er jetzt hier bei dieser Rapid Championship mit. Ich weiß nicht, ob er eingeladen wurde, ob er Bock hatte. Und schauen wir uns mal, was hier in der letzten Runde passiert ist gegen Vincent. Beide hatten zu diesem Zeitpunkt 5,5 Punkte nach 8 Runden und der Sieger qualifizierte sich dann für den K.O. am Sonntag. Es geht los mit Springer F3, Springer F6, C4, C5. Wir sehen hier eine englische Variante. Springer C3, E6, G3. B6, Läufer G2, Läufer B7. Ich werde jetzt hier nicht jeden Zug so ausführlich analysieren. Die Partie ist relativ lang. Und das Entscheidende und worum es auch überhaupt geht, passiert am Ende. Kurze Rochade. Läufer E7, Turm E1, D6, E4, Springer C6. Springer C6? Okay, ist egal. D4, CD4, Springer D4, CD4, Dame D4. Zuerst Springer D4, dann CD4. So, Weiß hat Raumvorteile. Er hat hier 2 Bauern im Zentrum. Das ist eine typische Struktur. Schwarz hat hier so eine Art Igelaufbau. Hat aber schon eine Figur getauscht. Kramnik kennt solche Stellungen sehr, sehr gut. Ich weiß das noch. Ja, ich kann mich an eine Partie gegen Radjabov erinnern. Da hat er auch so diese Stellung gespielt. Er hat schon zig Stellungen gespielt. Kramnik hat alles gespielt. Ne? Wie gesagt, einer der besten Spieler aller Zeiten. Diese Zahlen hier übrigens, ich weiß nicht, was das für Zahlen sind. Ich glaube, das sind noch die klassischen Zahlen aus dem Juni. Kramnik wird noch mit 2,67 geführt, vermute ich mal. Weiß ich jetzt nicht genau. Ist auch nicht wichtig.
Geht hier weiter mit Rochade. B3. Und ich erinnere euch nochmal. Es ist eine Partie mit 10 plus 0. Ohne Increment. Ne? Das ist halt das Format. Samstags bei dieser Chess.com Rapid Chess Championship. Dame C7. Springer B5. Greift die Dame an. Die geht zurück. Oder die geht vor nach C6. Ich bin ein bisschen schnell. Sorry. Dame D3. Macht das Feld frei für den Springer. A6. Springer D4. Dame C7. Läufer B2, Entwicklung, das ist normale Stellung. Ne? Jetzt kommen die Türme ins Zentrum, Turm FE8, H3, Turm AD8, Turm AD1. Ihr seht es, ne? Super harmonisch aufgebaut hier alles. Ne? Die Figuren, König in Sicherheit, Weiß aber genauso. Man kann sagen, Weiß hätte so einen minimalen Vorteil, weil er mehr Raum hat und dadurch ein bisschen mehr Einfluss im Zentrum. Ne? Aber das ist nichts Ungewöhnliches, das ist halt eine ganz bekannte Struktur. Dame B8, eventuell mal Dame A8 hier die Idee. Dame E2, Dame A8. Ne? Auch eine ganz typische Aufstellung hier mit Schwarz. Kennen wir. Jetzt entscheidet sich hier Vincent nach vorne zu geben, F-Bauern. Macht hier aber so ein bisschen den König luftig. Springer D7, kleine Umgruppierung. Eventuell hier, eventuell den Bauer nach vorne stoßen. König H2. Läufer F8, Springer F3 zurück. Es wird so ein bisschen hin und her gespielt, so typisch im Rapid halt, ne, wenn man keinen richtigen Plan hat oder jetzt nicht so richtig weiß, was man machen soll oder nichts forcieren möchte, dann wird so ein bisschen rumlaviert. Und so viel Zeit haben die ja nicht. Ne? Die müssen ja aufpassen, dass sie hier nicht zu viel Zeit verbrauchen. Und jetzt zeigt sich hier der starke Ex-Weltmeister. Man spielt hier natürlich auf diese Durchbrüche mit Schwarz. B5, D5, ne? Wenn man das irgendwann machen kann, dann ist das gut. Und jetzt geht B5 hier, ganz konkret. Und Kramnik sieht das. B5. Man muss natürlich berechnen hier CB5, AB5. Dame B5 offensichtlich, läuft offensichtlich in Läufer E4 rein. Dann wird der Springer angegriffen. Hier ist der Bauer A2 angegriffen. Und das ist eine gute Stellung. Ihr seht es auch, ne? Schwarz steht hier besser. Vincent nahm nicht raus, er spielte E5. DE5, Springer E5, Springer E5, Läufer E5. Jetzt kam BC4. Ich finde es übrigens sehr, sehr logisch, hier auf G2 zweimal zu tauschen und dann auf C4 zu nehmen, um Weiß hier den schwachen Bauern auf C4 zu verpassen. Wobei man natürlich auch argumentieren kann, ist ja auch ein Freibauer, könnte stark werden mit Turm C1, C5 und so weiter. Kramnik spielt BC4, BC4. Wie gesagt, dieser Bauer auf C4 ist unklar. Ist er schwach, ist er stark? Die Engine sagt, er ist eher schwach. Läufer C6. Wie gesagt, auf G2 tauschen ging auch. H4, Turm C8 hier, Turm C1, Turm ED8. Sehr schön, wie er die Türme verbessert. Ne? Eine Linie weiter nach rechts verschiebt, von sich aus betrachtet. Läufer schlägt C6, Dame schlägt C6. H5. Weiß versucht hier eine Bresche zu schlagen. Kommt aber Dame A4. Kramnik ignoriert das im Prinzip. Sagt, H6 ist eh keine Drohung, kannst du gerne machen. Turm C2. Turm C5. Und jetzt möchte Kramnik hier den Bauern C4 aufs Korn nehmen. König H3. Versucht den König hier noch besser zu stellen. Dame C6. Hier. Naja, ich will jetzt, wie gesagt, nicht zu viel analysieren. Wir spielen einfach die Partie nach. Dame C6 zurück. Dame E4 bietet den Damentausch an. Wahrscheinlich sollte den Schwarz den Damentausch, dem Damentausch ausweichen. Aber auch der Damentausch sollte etwas Vorteil noch bringen im Endspiel. Turm C8, Dame C6, Turm 8 schlägt C6. Vor allen Dingen, jetzt hängt der Bauer auf C4. Und jetzt sehr, sehr stark. Er klammert sich hier nicht an den Bauern. Also ich denke, reflexartig hätte fast jeder von uns hier Turm EC1 gespielt. Und nach F6, Läufer D4. Ja, jetzt hängt er bei der H5, ne? Turm H5 hier. Naja, Schwarz gewinnt so einen Bauern. Okay. Hat Vincent gut gesehen. Und er spielte König G4. Er deckt hier den Bauern und aktiviert den eigenen König. Und sagt, pass mal auf, nimm den C4 ruhig weg. Das macht Kramnik natürlich. Turm C4, Turm C4, Turm C4. Und erstaunlicherweise gibt es hier eine überraschende Rettung, die natürlich Stockfisch sofort sieht. Aber die Jungs hatten natürlich schon hier viel Bedenkzeit verbraucht. Die Rettung lautet hier Turm D1. Ist schon lehrreich.
Dann habe ich mir gedacht so, was passiert auf F6? Läufer D6. Das ist die Idee. Und auf Läufer D6, Turm D6, natürlich der Doppelangriff hier. Ich kann natürlich Turm A4 spielen, Turm E6, Turm A2, habe hier einen Bauern mehr. Aber ihr seht es schon, das ist hier 0-0-0, sagt die Engine, weil die weiß natürlich, bei dieser Konstellation kann ich das problemlos halten mit Weiß. Vor allem hier habe ich auch H6, sehe ich gerade. Ne? Kann ich die Struktur schwächen. Ne, Moment, König F7, HG7. Ne? König E6 geht nicht wegen G8, also König G7. Und okay, mit der geschwächten Struktur ist das jetzt definitiv ausgeglichen. Also Turm D1 mit der Idee Läufer D6 war sehr gut, um in ein Turm-Endspiel überzuleiten. Wobei man natürlich auch Turm A4 sofort berechnen muss. Aber hier ist natürlich sehr gefährlich, Turm D8 zuzulassen mit der Idee Läufer D6. Gehen wir zurück. Keimer spielte Turm B1. Und das führt jetzt zu einer Verluststellung. F6 vertreibt den Läufer. Läufer A1. E5. Ui. Hier das Problem auf der vierten Reihe. Turm B8. Turm A4. König F5. EF4, GF4. So, inzwischen hat der Ex-Weltmeister den jungen deutschen Großmeister, ja, überspielt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, er hat ihn dominiert, ne, mit Schwarz, ne, richtig saubere Partie, die echt auch noch aufzeichnet, mal wie stark eigentlich Kramnik ist, obwohl er schon seit Jahren eigentlich kein professionelles Schach mehr spielt, ne, auch irgendwie crazy, wie gut er ist. König F7, Turm B7 Schach, Läufer E7, Läufer C3, das droht noch nichts. Man darf nur nicht Turm A2 spielen wegen Läufer B4 und dann ist der Läufer hier in der Fesselung. Deswegen G6 Schach, HG6, HG6, König G4 zurück. So, der König wird zurückgetrieben. Hier gibt es verschiedene Gewinnzüge. F5 ist sehr stark hier. König F3, Turm A3 mit Turm A3 mit Fesselung. Sieht ganz übel aus und dann kommt der König nach vorne. Ne? Ja. Stattdessen G5, das sieht auch sehr gut aus. Aber hier kann Läufer D2, kann man sich noch ein bisschen wehren. König E6, der König kommt nach vorne. Turm B6, Schach, Läufer D6. Das sieht total gewonnen aus für Schwarz. Aber Weiß hat hier noch eine kleine Falle, und zwar A3. Turm A3 läuft in Turm D6 oder in Läufer B4? In Turm D6 wahrscheinlich. Beides geht. Beides ungefähr gleich. Läufer B4 dachte ich, Turm D3 geht noch hier. Und dann kommt Turm A6. GF4. Ah, Läufer D6. Turm D6. Turm D6, König D6, König F4 mit ausgeglichenem Bauernendspiel. Also es gibt hier noch ein paar Tricks. A3 ist ein schöner Trick hier mit der Idee Läufer B4. Es gewinnt aber A5 hier. Das gewinnt sehr einfach, das hat Kramnik aber übersehen. Er spielte König D5. Und jetzt bekam Vincent, und hier zeigt sich so, Partien mit ohne Increment spielt man einfach weiter. Bis zum bitteren Ende. Kennen wir alle vom Online-Schach. Ich auch. Läufer B4 hält übrigens Remis. Hier. Also es gibt immer wieder Chancen. Ne? Der Trick ist, ja, was ist der Trick? Läufer F4, Turm F6. Ne? Das ist gleich, sagt die Engine. Warum auch nicht? Der Turm ist eingesperrt hier auf A4. Der Läufer deckt den Bauern A3. Der weiße König ist aktiv, kann jederzeit G5 schlagen, wenn der Läufer weggeht. Dementsprechend ist das hier nicht zu gewinnen. Die andere Idee ist Läufer B4, AB4 und hier ja, GF4 und hier Turm F6 wahrscheinlich. Ne? Das ist einfach ausgeglichen. Turm B4, Turm A6. Und der Bauer kommt hier nicht weiter. Und ich schlage auch gleich den hier. Ne? Ja. Das ist ausgeglichen, plötzlich. Aber Vincent sah das nicht, er spielte König F5. Jetzt steht Schwarz wieder auf Gewinn. Läufer F4, Läufer B4, Läufer E5, Turm B7, König C6, Turm E7, A5, Turm A7, König B5, deckt den Turm, Läufer E7 und jetzt Turm F4 Schach, König E6, G4. Okay, inzwischen steht Schwarz komplett auf Gewinnobjektiv. Na? Hat hier zwei Bauern mehr und der G-Bauer ist im Prinzip nicht aufzuhalten. Aber wie gesagt, online, wer gibt in solchen Situationen auf? Niemand. Nicht vor 20 Jahren, nicht vor 10 Jahren und heutzutage auch nicht. Läufer D8, Läufer C3, egal bei welcher Spielstärke übrigens.
Turm C7, Turm C4, Turm A7, G3. Turm G7, Läufer E5, deckt den Bauern. König F5, Turm F4 Schach, König E6, Turm F3, Turm B7 Schach, König C4. Natürlich ist das alles nicht mehr besonders interessant. Es geht jetzt nur noch darum, schafft er es innerhalb der Zeit zu gewinnen, ja oder nein. Läufer A5, G2, Turm G7. Hier gewinnt übrigens Turm G3 sehr sauber. Turm G3, Läufer G3, Läufer B6, Läufer E5 zurück, droht Läufer D4. Läufer muss nach G1 und weiß, kann danach überhaupt nichts mehr ziehen. König B3, schon mit den ab, geht zurück und gewinnt das easy. Aber das ist natürlich... Naja. Läufer G3 gewinnt auch. Läufer B6 muss hier G1 aufhalten. Jetzt kommt Läufer F2, greift den Läufer an. Was macht man in so einer Situation? Ja, Läufer F2, Turm F2 wollte er nicht. Er spielte Turm schlicht G2. Naja, Läufer F2, hier Turm F2, gewinnt auch sehr einfach, weil dann kommt einfach der F-Bauer nach vorne und Turm F1 und dann G1. Das ist ein ganz bekannte Technik. Also nahm Vincent den Bauern, um das Ganze zu verlängern. Läufer B6, Turm G6. Den Bauern darf man natürlich nicht abgeben mit Schwarz, weil Turm und Läufer gegen Turm ist theoretisch Remis. Praktisch natürlich immer noch spielbar. Läufer E5, D4, Turm G7, Turm schlicht A3. So, das ist natürlich auch total gewonnen. Schwarz hat großen materiellen Vorteil. Hier hatte Kramnik 23 Sekunden noch, Keimer nur noch 11 Sekunden. Das heißt, Kramnik hatte doppelt so viel Zeit, mehr als doppelt so viel Zeit, plus die total gewonnene Stellung. Turm C7, König D3, Turm D7, Turm A5, Turm D8, König E4, Turm G8, Turm A6, König D7, F5, Turm E8, Läufer E5, Turm G8, F4, Turm F8, König E3, Turm C8. Hier Kramnik noch 14 Sekunden, Keimer nur noch 4 Sekunden. König E4. Okay, hier merkt man zum Beispiel, es ist halt nur noch ein Gezocke. F3 gewinnt hier easy. Ne? Okay, König E4. Turm E8, Turm A7, König C6, Turm A6. Jetzt macht Kramnik auch irgendwelche Schachgebote, damit die Zeit abläuft. König B5, Turm D6. Turm C8, F3. Allein für diesen Zug hat er jetzt hier 2 Sekunden verbraucht. Also er war ein bisschen langsam unterwegs. Aber immer noch. 7 Sekunden gegen 2 Sekunden. Riesen Zeitvorsprung. Turm C4 Schach, König E3, Turm B4. König E2, 6 gegen 2 Sekunden. Turm B3, König F2. 4 gegen 2 Sekunden. Turm A3, König G2. 3 gegen 2 Sekunden. Wieso braucht Kramnik so lange, um seine Züge auszuführen, anstatt irgendwelche Züge zu pre-moven? Turm A2 Schach, König, wo stand der Turm auf A3? König G3, 2 gegen 1 Sekunde. König C4, König F4, 1 gegen 1 Sekunde. Was passiert hier? Turm F2, König E3, inzwischen unter einer Sekunde Kramnik, Keimer super schnell unterwegs, kennen wir ja, 1 Sekunde noch, Turm schlägt F3. Der übliche Witz in solchen Stellungen online, es wird irgendwie so ein sinnloser Zug gemacht, mit dem der Gegner nicht rechnet, ne? Und um Zeit zu gewinnen, und er gewann auf Zeit. Der Witz ist, eigentlich ist das ein Geschenk, Turm F3 zu spielen, denn wenn Kramnik jetzt hier den Turm noch genommen hätte, dann wäre es Remis gewesen. Weiß hat kein Material mehr, ne? Hatte nur noch den König. Wenn er es geschafft hätte, hier den König zu schlagen, dann wäre es Remis gewesen, oder? Ja klar, natürlich. Stattdessen aber fiel die Zeit. Ja, und dann begann die große Diskussion. Kramnik auf seinem... Also gucken wir erstmal auf die Tabelle vom Samstag. Hier. Vincent Keimer schaffte es dann, Ergebnisse... Hier. Samstag beim Schweizer Systemturnier wurde er dadurch Vierter. Es gewann Sam Savian, Fedoseev, Andrejkin. Sam Savian, 7,5 Punkte. Nice. Und Kramnik fiel auf den 12. Platz zurück, nachdem er übrigens das Turnier super stark begonnen hatte. 1, 2, 3, 4, 5 aus 7 hatte er. 5 aus 7 und hat die letzten beiden verloren. Also er war ganz vorne mit dabei, super stark gespielt. Dann aber die letzten beiden verloren. Gegen wen wir das ja? Gegen den. Oh, Christopher Vogin Jo, die Partie davor. Und fiel dann zurück und war natürlich ein bisschen angepisst. Kurz noch zu Vincent. Am Sonntag beim K.O.-Turnier ist er dann direkt in der ersten Runde rausgeflogen, hat verloren gegen Christopher Vogin-Ju.
Kommen wir zurück zu Kramnik. Der schrieb dann hier auf dem Chess.com-Account, erstaunlicherweise, hier in dem in seinem Profil, schrieb er eine längere Message, TLDR, kann man fast sagen, so im TLDR-Modus. Ich habe sie gelesen, aber ich werde sie jetzt nicht nochmal vorlesen. So Grundton irgendwie, Moralverfall heutzutage im Schach und dieses ganze über dieses ganze Flaggen, über die Zeit ziehen, online, gerade auch. Er bringt sich so ins Spiel, ne? Weltmeister gegenüber einem Weltmeister. Sollte man noch ein bisschen mehr Respekt haben auch, ne? Vincent natürlich irgendwie noch nicht mal halb so alt wie er, ne? Aber ihr könnt euch das gerne mal durchlesen. Es wurde auch schon thematisiert, online, denke ich, auf vielen Seiten. Und ich dachte, ich mache nochmal ein Video dazu. Und ja, was ist mein Kommentar dazu? Viele von euch wissen ja, ich mache ja auch eine Turnierserie, Sparta Grand Prix und Sparta Arena auf Leadchess allerdings, nicht auf chess.com, seit 2 Jahren schon. Und am Anfang haben wir den Grand Prix auch immer 10-0 gemacht. Und ich bin auch kein Freund von diesen 10-0-Partien, aus einem ganz einfachen Grunde. Wenn man 10-0 spielt, dann ist es klar, es läuft immer aufs Flaggen hinaus. Wenn man keinen Bock hat auf dieses Format, dann spielt man es halt nicht. Ich habe auch häufig keinen Bock auf Partien ohne Increment, weil ich weiß, es läuft immer darauf hinaus, dann, dass man entweder, man muss matt setzen oder es wird geflaggt. Das gehört halt zum Format dazu. Das ist das Format. Deswegen habe ich das dann hinterher geändert, was auf 10 plus 1 beim Grand Prix. Damit dann halt auch solche Auswüchse nicht passieren wie tot, remise Läufer-Endspiele, ungleichfarbige Läufer-Endspiele, wo noch die Läufer hin und her gezogen werden, total dämlich. Wo es wirklich nicht mehr darum geht, irgendwie noch Schach zu spielen, dass sowas dann nicht über die Zeit gezogen wird. Weil das finde ich dann wirklich, ja, das ist so an der Grenze, wo ich sage, nee, habe ich keinen Bock drauf. So, ne? Und dann nicht in meinen eigenen Turnieren. So, ne? Wenn andere Bock drauf haben, sowas zu machen, können sie gerne machen. Aber ich habe keinen Bock, das in meinen eigenen Turnieren zu machen. Deswegen habe ich das beim Grand Prix dann gecuttet und gesagt, 10 plus 0, 10 plus 1 ab jetzt. Ne? Also 10 plus 1 ist immer noch sehr wenig Zeit, sehr wenig Increment halt. Ne? Da passiert auch alles Mögliche. Ne? Aber zumindest kann man den Gegner nicht flaggen, wenn der Gegner halt aufpasst und schnell genug ist. Erstmal das. So, dann zum Thema Moralverfall. Und da ist mir eingefallen, weil er begründet das auch, dass früher sowas nicht vorkam. Sinngemäß, ne? Dass früher deutlich mehr Respekt gegenüber dem Gegner gezeigt wurde und auch insbesondere gegenüber den älteren Spielern. Und ich denke, da bringt er einige Dinge durcheinander. Es ist Quatsch einfach. Ne? Früher wurde genauso gespielt. Over the board hatten wir früher 5 plus 0, ohne Increment. Und ich kann mich erinnern, im Prinzip bei jedem Blitzturnier gab es Streitfälle. Warum? Over the board ist sowieso das große Problem. Die Leute schmeißen Figuren um. Es ist ja nicht wie online, wo du die Figuren übers Brett ziehst und das digital erkannt wird, wo die Figuren hingezogen werden. Nee, over the board, und ich war auch ein Spezialist dafür, als emotionaler Grieche, da wurde häufig mal irgendwelche Figuren flogen vom Tisch. Ne, dann wurde auf die Uhr gedrückt und die Stellung war gar nicht mehr so, wie sie vorher war. Ständig und überall und egal bei welcher Spielstärke. Ne, und das war natürlich auch extrem unfair häufig. Und deswegen hat die FIDE auch bei offiziellen Turnieren irgendwann 3 plus 2 eingeführt, was ich persönlich für viel sportlicher halte. Für viel fairer, finde ich viel besser. Man kann nicht mehr die Leute sinnlos über die Zeit ziehen, ne? Wenn es irgendwelche todremisen Stellungen gibt, aber der Gegner hat halt nicht mehr viel Zeit, dann wurde halt immer so lange gespielt, bis der Gegner halt auf Zeit verloren hat. Und das war auch völlig unabhängig von der Spielstärke, egal ob Weltmeister, Kreisligaspieler oder Bundesligaspieler. Das war völlig egal. Vor 20, 30 Jahren war es genauso. Das Ganze hat sich jetzt ins Internet verlagert und wer keinen Bock hat auf diese Partien ohne Increment, der soll es halt sein lassen. Ich selbst bin auch kein großer Freund von Partien ohne Increment. Aber wenn ich mich darauf einlasse, gut, dann bin ich natürlich auch darauf vorbereitet. Also, und was Vincent betrifft, ja, was soll er machen? Soll er ja aufgeben, die Partie gegen Kramnik? In dem Moment, wo er auf Verlust steht? Ist ja Quatsch. Macht ja keiner bei dem Format. Jeder spielt bis zum bitteren Ende und es ging ja jetzt hier auch um die Qualifikation. Ne? Ich kann natürlich Kramnik verstehen, dass er angepisst war. Bin ich ja auch ständig, wenn ich Partien verliere. Ist jeder Schachspieler. Aber
er hat deutlich über die Stränge geschlagen. Ne? Er hätte mal echt tief Luft holen sollen. Und ich denke, das war auch so ein bisschen vom Turnierverlauf jetzt abhängig, weil er zwei hintereinander verlor, nachdem er am Anfang so stark gespielt hat. Und überhaupt, eigentlich soll er sich freuen, wie gut er eigentlich noch ist. Alter Lachs, der dominiert hier mit Schwarz einen kommenden Weltklasse-Spieler, der von Erfolg zu Erfolg eilt, ja, der 17 Jahre alt ist und voll im Saft ist und der selbst halt seit Jahren spielt eigentlich nicht mehr. Wie gut der eigentlich ist. Also aus meiner Sicht völlig überzogen, die Kritik. Ihr könnt gerne, ich weiß noch nicht genau, ob er noch irgendwo was anderes gesagt hat an anderer Stelle über Vincent. Er lässt hier so ein paar Andeutungen raus in dem Kommentar. Könnt ihr euch gerne mal durchlesen auf seinem Profil. Aber ich glaube, er wird selbst drüber lachen, wenn ein paar Tage vergangen sind und auch das Ganze nicht ernst nehmen. Und es gibt übrigens ein Beispiel, und das muss ich noch als Letztes sagen, ein Beispiel aus der Vergangenheit. Eine Schnellschachpartie gegen Peter Leko im Jahr 2000 oder 2001. Da wurde auch ohne Increment gespielt. Das war ein Showwettkampf damals in Budapest. Da hat der Leko auch über die Zeit gezogen, damals, mit Turm gegen Läufer. Das war total Remis. Leko hat 30 Züge lang das hinbekommen. Ne? Man muss aber 50 Züge schaffen, 50 Züge regeln, bevor der Schiedsrichter eingreift oder bevor es Remis gegeben wird. Aber Kramninger hat ihn über die Zeit gezogen. Also, er hat im Prinzip das Gleiche gemacht früher, auch obwohl es damals auf so einem hohen Niveau war, gegen Großmeisterkollegen, ne? Peter Leko, mit ihm einer der besten Spieler der Welt damals. Und also nicht andere Maßstäbe anlegen bei jüngeren Spielern, die er bei sich selbst auch nicht angelegt hat früher. Gut. Sagt mir eure Meinung zum Thema, würde mal interessieren. Hat ein bisschen die Runde schon gemacht, aber ich dachte, ich erzähle auch noch ein bisschen was darüber. Und wie gesagt, für mich Kramnik einer der besten Spieler aller Zeiten. Ich liebe seinen Stil, ich liebe seine Partien. Und er soll sich freuen, dass er noch so stark ist, obwohl er eigentlich gar kein Schach spielt. Das ist doch verrückt, oder? Alles klar, checkt auch mal die anderen Kanäle aus. The Big Rig Highlights, Big Rig Shorts. Würde mich freuen. Macht's gut. Bis dann.